So, hallo und herzlich willkommen hier endlich mal wieder zu einem, was heißt endlich mal wieder? Eigentlich pünktlich, ja, zu einem neuen Part. Let's Play SMP Life a Dream, nur eigentlich pünktlich, weiß ich, 17:51 oder 9 Minuten soll das Video kommen. Bis dann habe ich es aber erst fertig und das wird ein bisschen knapp. Deswegen fast pünktlich, ja. Ja, ich habe mich mal wieder etwas im Forum umgeguckt. Da, ganz ehrlich, ja, wenn ich immer nur blöd irgendwie rumfliege und so. Ich denke mal, da dürfte jetzt auch bald so die Luft raus sein, damit das irgendwie... Ja, nicht mehr, keinen Reiz mehr, ja. Deswegen habe ich, wie gesagt, etwas geguckt, was ich denn, ja mal, als Fraktionen machen könnte, ja. Und was ich gleich sagen kann, ist, damit ich auf jeden Fall eine Staatsfraktion gehen werde. Also ich werde in keine Gang oder keine Mafia oder sonst irgendwas ähnliches gehen, ja. Weil es einfach nicht so das Wahre, finde ich, ja. Natürlich eben selbst überlassen, ja, aber meine Meinung ist eher so, nee. Und, ja, mir ist aufgefallen, für unglaublich viele der Staatsfraktionen braucht man alle Scheine. Das heißt, wir werden jetzt mal alle Scheine machen. Und ohne Punkte, ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwo Punkte habe. 0, 0, 0, 0, 0, das ist doch perfekt. So, also ich würde mal sagen, ich mache mit dem Autoschein mit Anhänger weiter. Dann werde ich jetzt einfach mal kurz zur Fahrstelle gucken, ob man das automatisiert oder so machen kann, und wenn nicht, dann werde ich kurz im Fahrlehrer anschauen. Hoffentlich ist einer online, ja, sonst wäre das natürlich ziemlich ärgerlich. Ja, worauf ich versuche hinzuarbeiten, ist ein Job bei der Regierung und bestenfalls dann auch noch nebenbei, nebenbei einen Beamtenjob, ja. Das ist das, was mir am sinnvollsten erscheint. So, wenn man so, ja, ein bisschen Regierung und dann so nebenbei, ne? Jedenfalls das, was sich meiner Meinung nach am ja, besten anhört. Und ich denke, dass das ganz gut hinhauen sollte, wenn wir denn mal endlich ein höheres Level kommen. Mal ganz ehrlich, mit Level 3, ja? Ich dachte so, ja, Level 3, jetzt geht's richtig ab, ja? Aber ganz ehrlich, wir brauchen überhaupt noch bis Level 4. Aber ganz ehrlich, ja, mit Level 3 geht irgendwie gar nichts ab und... Naja, deswegen werde ich demnächst auch ein bisschen offscreen spielen, weil sonst wird das einfach nichts. Jetzt muss ich kurz gucken, kann ich da packen? Dann kann ich auch bestimmt packen, oder? Genau. So. Dann werden wir gleich mal gucken, ob da irgendjemand ist, den wir den Schein machen können. Das AFK. Fahrprüfung. Okay, das geht hier nicht. Dann. Den. Autoschein mit Anhänger. Gucken, ob das schon hinhaut mit Level 3. Okay. Warten. Wenigstens verläuft alles nach Plan. So gut. Ich muss noch kurz Geld holen. Sack. So. Gut. Dann weiß ich ja, wo der nächste Geldautomat ist. Und ich muss ja wieder ab... Ach, scheiße, da ist zu. Nein, überall ist zu. Ich muss da vorne raus. So. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ach, das ist ärgerlich. Ja, ach ja, ich wollte ja eigentlich nicht mehr so mitreden, wenn ich irgendwas sag, aber ist besser schon doch passiert. Naja, was soll ich machen? So. Oh Gott, warum ist das denn zu? Ja? Oder warum haben die da nicht in die Nähe einen ATM hingestellt? Ach, was weiß ich. So, 10.000 brauche ich, ab 1.500 dabei. Ja, das schreit doch nach 8.500. Ich werde mir allerdings 10.000 abheben, damit ich die 10.000 ausgeben kann und danach noch ein bisschen was ab. So, einfach so auf der Hand, dass
braucht man immer mal. So, mein PIN ist 1, 2, 3, 4. Ich möchte gerne 10.000 abheben. Gut. Hatte ich schon mal gesagt, dass ich noch nie so viel Geld auf irgendeinem SAMP-Server hatte? Also wirklich nicht, ja. Das ist absolute Premiere. So. Dann ab zurück. Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn das kurz so, ja, hab viel Geld, Ende. Ne? Irgendwie zu kurz gehalten. Naja, was weiß ich. So. Anscheinend ist es ja gar nicht so schlecht, was ich hier mache. Sonst hätte ich wahrscheinlich keine 100 Abonnenten erreicht, ja. Inzwischen sind es ja fast 110. Also es waren noch 110, es sind jetzt aber dann keine 110 mehr. So. Gut. Dann kurz warten. Auf die Anfrage. Genau, hier. Outline annehmen. Da und ich bin wieder arm. Nein, ich kann natürlich noch ewig viel. Gut. Mal gucken, was ich machen muss. Okay, der hier. Ach nee, doch nicht. Okay. Gucken wir mal, was passiert. Aha. Den hier. Bin gar nicht sicher. Oder ob die da vorne meint. Ach so. Okay. Gut. Ach, so verwirrend. Oh Gott, das ging mit dem Numpad, ne? Okay. Ah, okay. Hatte ich die richtige Vermutung, damit das so geht. Mit Anhänger. Ja, kurz. Kein Problem. Ich warte. Hier. Nein! Muss das nicht irgendwie so gehen? Oh fuck. Aha, mein SRG. Nein! Falsche Richtung. So. Und, in der 1980 auf der Bundesstraße, 1910. Und das Licht ganz schlicht. Ach so. Damit viel. Das ist Pflicht. Okay. Nach links, auf linken ist. Oh Gott, ich muss jetzt kurz konzentrieren. Ja. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, damit ich mich hier mal konzentrieren kann und wirklich alles richtig mache. Hallo? Ich blink doch. Warum funktioniert mein Blinker nicht? Das ist jetzt ärgerlich. Sollten nämlich eigentlich hier funktionieren. Das ist ärgerlich. Warum funktionieren meine Blinker nicht? Ich
glaube, das ist schlecht. Ach Gott, das ist doch scheiße hier jetzt. Aber kein Problem. Er hat doch geschrieben, oder? Mit hier, Numpad. Mit Nummer 4 fliegen sie nach links und mit Nummer 6 nach rechts. Ja, das mache ich. Es funktioniert nicht. Oh, der Part wird zu lang. Huiuiui, ich sollte ein bisschen mehr Abstand halten. Aber das waren. Waren das jetzt 3 oder 4 Bremsen? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Also wenn das noch nicht perfekt geparkt ist, weiß ich auch nicht. So. Schätze mal, ich kann aussteigen, oder? Komm schon, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, wie der Blinker versucht mir das jetzt. Ich glaube, ich war den ganzen Part fast komplett leise, oder? Okay. Warten, ja. Und wir sind noch bei 13 Minuten. Ja! THX. Wovon geht die? So, ja, wir wollen uns natürlich nicht bedanken. Wir sind natürlich nett, ne? Das ist so. Ja. Was von mir. So. Haben wir sich geil, ja? Und ich weiß echt nicht, warum der Blinker nicht funktioniert. Ich gucke mal kurz, ob das jetzt bei meinem Auto funktioniert. Kann ich das Auto irgendwie auch spüren? Bestimmt. Okay, Fahrzeugbefehle. Aber bevor wir das machen, ja, beende ich diesen Part. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder ein hier bei SMP. Love you, dream. Bis dann und tschö.